Nächster Halt, Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu unserem Breakfast for Future. Wir zeigen euch in unserem Video, wie wir nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen können und nehmen euch dabei mit auf unsere Lebensmittelreise. Nutella mit Palmöl, Billigfleisch und importierte Bananen. All das landet täglich auf dem Frühstückstisch in vielen Familien. Wir wollen das ändern und zeigen euch mit palmölfreier Nuss-Nougat-Creme, Wurst mit Haltungsformlabel und regionalem Obst Alternativen auf. Deutschland hat im Jahr 2020 eine Rekordmenge an frischem Obst und Gemüse importiert. Mengenmäßig überschritten die Importe erstmals die Marke von 9 Millionen Tonnen. Bananen sind und bleiben das mit Abstand wichtigste Importprodukt. Im vergangenen Jahr wurden 1,26 Millionen Tonnen laut Statista importiert. Aber es geht auch anders. Wir wollen auf regionale Produkte zurückgreifen. Dabei schonen wir nicht nur die Umwelt, sondern unterstützen auch noch lokale Anbieter. Unsere Checkliste für unser Breakfast for Future beinhaltet deshalb, regionale Anbieter unterstützen und auf das Herkunftsland beim Einkauf zu achten. Viele Menschen essen gern ihr Salami-Sandwich beim Frühstück. Was viele dabei nicht bedenken, die größten Treibhausgasemissionen werden unter anderem bei der Verdauung von Wiederkäuern produziert. Im Jahr 2020 waren es 8,2% aller CO2-Emissionen laut Umweltbundesamt, sogar 11% im Jahr 2019 in ganz Europa. Darüber hinaus setzen wir uns gegen Massentierhaltung ein. Allein 146 Millionen Quadratmeter werden in Deutschland für Massentierhaltung verbraucht. Wir setzen uns deshalb für die Reduzierung von Billigfleisch und für den Verzehr von Wurst und Fleisch ein, der durch ein Haltefarm-Label Stufe 4 im Sinne des Tierwohls ersetzt wird. Unsere Checkliste für unser Breakfast for Future lautet deshalb: weniger und bewusster konsumieren, Produkte, die das Tierwohl im Blick haben, unterstützen und auf vegane und vegetarische Alternativen zurückgreifen. Wir Deutschen lieben Nutella. Wir sind mit einem Verbrauch von 1 Kilogramm pro Kopf laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einer der größten Nutella-Konsumenten Europas. Dabei lassen wir außer Acht, dass wir die Produktion des Palmöls, was nicht nur in Nutella, sondern auch in anderen Süßigkeiten oder Kosmetikprodukten enthalten ist, rund 3 Fußballfelder pro Minute im tropischen Regenwald abgeholzt werden, was uns ein Bericht des SWR aufgezeigt hat. Doch es gibt auch umweltschonende und nachhaltige Alternativen. Produzenten, die beispielsweise bei der Herstellung von Nuss-Nougat-Cremes komplett auf Palmöl verzichten. Unsere Checkliste für unser Breakfast for Future lautet deshalb: auf Palmölprodukte verzichten, palmölfreie Alternativen nutzen und Nuss-Nougat-Cremes selber herstellen. Um die Bereitschaft zu mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft einordnen zu können, haben wir in unserer Jahrgangsstufe 9 eine Umfrage durchgeführt. Wir haben gefragt, wie wichtig ist die persönliche Nachhaltigkeit im Alltag und wie schätzt du die Bedeutung der Nachhaltigkeit in deiner Generation ein? Das Ergebnis: 44% geben an, dass ihnen persönlich Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Rund 30% zudem, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Wir haben auch gefragt, worauf unsere Befragten zum Schutz der Nachhaltigkeit verzichten würden. Unsere Ergebnisse: rund 32% würden auf importiertes Obst verzichten, rund 45% vielleicht. Auf Palmölprodukte würden schon rund 60% der Befragten verzichten. Zudem noch 30% vielleicht. Interessant. Auf Fleisch und Wurst mit der Haltungsform 4 zur Stärkung des Tierwohls würden 88,2% zurückgreifen. 11,8% gaben vielleicht an und somit verneinte keiner der Befragten die Frage. Das Fazit unserer Befragung: die Mehrheit der Befragten würde auf Fleisch mit niedriger Haltungsform verzichten, gefolgt von Palmölprodukten. Am wenigsten würden die Befragten auf importiertes Obst verzichten wollen. Unser Fazit: unsere Generation hat ein hohes Nachhaltigkeitsbewusstsein und würde auf jeden Fall Verzicht für mehr Nachhaltigkeit anbringen. Wir gemeinsam für ein nachhaltiges Europa.